Hoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Video heute geht es um den Schatzjäger und seine Questline. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Video und hey, denkt doch an den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Aktuell haben leider nur knapp 16% der Zuschauer den Kanal abonniert und ich glaube, da geht noch einiges mehr. Starten tun wir die Questline in Kapitel 3 am Bittersee, am Schrein nördliches Ufer des Bittersees. Von hier aus müssen wir erst einmal zum Schatzsucher, um den erstmal aus der Klemme zu helfen. Wir hören den Schatzjäger schon sprechen und zwar steckt er, wie gesagt, in Schwierigkeiten. Er wird nämlich von 3 Fledermausgegnern bedroht. Die müssen wir natürlich in erster Linie erst einmal besiegen. Die 3 Gegner vor ihm müssen wir jetzt einmal besiegen. Unser allzeit geliebtes Schwein hat uns natürlich sehr beim Kampf geholfen. Nachdem wir die 3 besiegt haben, können wir dann mit dem Schatzjäger einmal sprechen. Wait, you won't eat me, will you? I was on a treasure hunt, but I ended up being the hunted. I owe you my life, sir. I'll share the treasure with you once I find it. Say, why is there nothing but jaguars in this so-called Buddha's realm? Can I look to you to save me again, sir, if they come back? Green without, round and sweet. Red within, a summer treat. Where can I find something like that in this frozen land? Jetzt geht es weiter. Wir sind im Tal der Ekstase am Schrein Wald der Wonne. Vom Schrein Wald der Wonne aus machen wir uns jetzt auf den Weg zum Schrein Türme des Karmas. Dafür folgt ihr den im Video gezeigten Weg einmal und ich melde mich gleich wieder. Da sind wir auch schon am Schrein angekommen, den aktivieren wir natürlich. Wir sind jetzt am Schrein Türme des Karmas. Und hier ist es wichtig, sofern ihr das noch nicht gemacht habt, müsst ihr nämlich einmal den Zauber Feuerkreis ausrüsten. Mit dem Zauber im Gepäck machen wir uns dann auf den Weg zum Schatzjäger. Dazu laufen wir hier den Weg einmal entlang und dann sitzt er gleich zu unserer rechten Seite. Er sagt auch schon, dass er Feuer braucht, ne? Deswegen dafür brauchen wir den Feuerkreis. Ohne dass ihr Feuerkreis wirkt, würde er nämlich jetzt nicht mit euch sprechen. I heard that Buddha planted watermelons here hundreds of years ago. One bite grants prolonged life. Yet, when the cold bites all around, without your powerful spells, there's no way I can find it. Someone once saw a chubby boy jump from the cliff with a watermelon in his arms. He rushed to the edge of the cliff but saw no movement down there. Seemed like certain death, but suddenly
He heard the boy laughing from beneath, on and on. Bewildered, he fled from the cliff. This story may offer a clue for my treasure hunt. Maybe the watermelons were planted under the cliff. Don't let me keep you, sir. I will leave by myself when I feel warm enough. Nachdem er mit uns gesprochen hat, sind wir jetzt wieder im Tal der Ekstase am Schrein Wald der Wonne. Von hier aus machen wir uns jetzt schnurstracks auf den Weg zum Schrein Melonenfeld. Dazu folgt ihr den im Video gezeigten Weg und ich melde mich gleich wieder. Da bin ich wieder. Wir möchten nämlich jetzt hier einmal runterspringen. So, schön langsam und vorsichtig. Nicht zu weit. So, halten uns hier links und laufen einmal über den Baumstamm drüber. Wunderbar. Wieder links hier runter. Und dann sind wir auch schon am Schrein Melonenfeld angekommen. Den aktivieren wir selbstverständlich. Den Schrein haben wir aktiviert und jetzt müssen wir noch einen Bosskampf bestreiten. Dazu laufen wir hier in die Höhle rein und dann werden wir sehen, dass der Schatzjäger, dem wir gerade noch geholfen haben, uns sich jetzt in den Weg stellt. Die Moral der Geschichte ist, vertraut niemandem. Time and again I tested you and I saw nothing but gullible goodness. Our brother does misjudge as well. It requires no effort to trick you. You will never be the destined one. Let me help you end your sorry life. Nothing more. I've done as our brother asked. Till we meet again. Your faith has led you here. Rest easy. You won't find those noisy chantings and pain screamings here. A nice, ripe melon. Want a bite? It's better than you think. Sun Wukong used it to trick that disciple of mine. Come. Come closer. Now you've found this place. I'll teach you a trick neither of them knows. Your hand.
Spellbinder. It hurts no foe, but binds yourself. You'll come to understand its use. An old friend of Sun Wukong came to me, wanting some peace. I led him to the Great Pagoda. Have you paid him a visit? They say you are the destined one. But if destiny is set, what difference do our actions make? Nachdem wir den Boss besiegt haben und uns die Cutscene mit dem kleinen Buddha angeschaut haben, werden wir dann mit dem Anti-Zauber belohnt. Der Anti-Zauber soll ja sehr, sehr stark sein. Ich selbst habe noch nicht mit dem gespielt. Lasst mir doch gern eure Erfahrung in den Kommentaren da. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, der Guide konnte euch helfen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein nettes Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hey, denkt doch dran, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Damit unterstützt ihr mich sehr. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und sage macht's gut. Bis dahin.